Hallo, ich bin Piero, ich bin Zeichner der Serie Just a Thought, die vor einem Jahr angefangen hat und die mittlerweile aus fast 30 Charakteren besteht. Und einer hat es euch ganz besonders angetan, der hier nämlich. Entschuldigung, was kostet denn diesen Lolli? Deshalb gab es unter meinem Jubiläumsvideo ein Jahr Just a Thought auch den Wunsch bzw. den Befehl, es möge doch Helmut bitte endlich mal als Stofftier geben. Und dann habe ich also Preise eingeholt, alle möglichen Firmen angeschrieben. Dabei kam Folgendes raus: Ja, es ist möglich und es ist sehr teuer. Deswegen habe ich gedacht, ich starte eine Crowdfunding-Kampagne, um mit euch zusammen Helmut zu realisieren. Während ich also noch rechnete und überlegte, wie viele Kartons und Briefmarken ich kaufen muss und wie viele Monate ich keine neuen Folgen zeichnen kann, weil ich die ganze Zeit mit dem Verschicken von Helmuts beschäftigt bin, erreichte mich eine Mail. Und da stand Folgendes: Wir sind Fans deiner Serie und wir stellen Plüschfiguren her. Dann das Beste, wir können uns auch um den Vertrieb kümmern. Und dann habe ich die Firma erstmal gegoogelt und habe geguckt, dass die wirklich tolle Produkte erstellen, super Qualität. Und dann haben wir uns verabredet und ich bin hingefahren mit meinen Zeichnungen. Denn bislang gab es Helmut ja nur als kleine Animationsfigur, als Comicfigur. Aber jetzt musste ich sie halt auf einmal in 3D umsetzen. Und wie sieht die eigentlich aus? So sah mein erster Helmut aus. Einmal von vorne und von der Seite. Ich bin dann also in diese Firma gefahren und mit meinen Zeichnungen. Wir haben alles besprochen. Und zwei Tage später, wir haben mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe gegründet, erreichen mich per WhatsApp diese Bilder. Und ich dachte, wow, was, das ist mal Engagement. Ja? Also da haben sie meine Zeichnung direkt umgesetzt. Und das war super hilfreich für mich, denn Helmut hat ja ganz viele Konturen und eine Plüschfigur ja eben nicht. Das heißt, wie sieht zum Beispiel der Schnabel aus, wenn er nicht schwarz konturiert ist? Und das konnte ich jetzt dadurch richtig gut sehen. Das heißt, wir haben die Zeichnung, wir haben eine Art Prototypen, wir haben eine tolle, engagierte Firma. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch finanzieren. Und deswegen startet ab heute das Crowdfunding und ich hoffe, dass wir das gemeinsam umsetzen können. Und wenn das alles klappt und wir die Mindestsumme erreichen, dann gehe ich davon aus, dass Helmut spätestens zu Weihnachten unterm Baum liegt. Ja, und dann könnt ihr ihn mit Lollis und Pfannkuchen füttern. Und wenn ganz viele mitmachen, könnte man natürlich überlegen, ob wir vielleicht auch Rüdiger produzieren lassen oder Mandy oder wen auch immer. Aber ich denke, wir starten erstmal mit Helmut. Ich werde euch hier auf diesem Kanal und natürlich auch auf Insta und auf TikTok auf dem Laufenden halten, wie sich Helmut langsam zur Stofffigur entwickelt. Ich freue mich da schon sehr drauf und ich hoffe, dass ganz viele mitmachen. Liked es, teilt es, sagt es weiter, damit Helmut so schnell wie möglich realisiert wird. Ich freue mich, ich sage danke und los geht's.